Okay. Ach ja. Nein. Gut, wir mussten wohl hier rein. Das ist jetzt klar, weil jetzt kommen wir wohin, wo wir noch nicht waren. Aber zuerst müssen wir mal auftauchen. Denn man sieht 3 seltsame Statuen. Ja, machen wir mal diesen da. Gegenwart. Ja. Eine seltsame Macht hat dich zurückgeschickt. Puh. Ja. Heißt jetzt was? Wir müssen die wohl wahrscheinlich in irgendeiner gewissen... So? Ach ja. Sehr cool. Oh mein Gott, das sind ja... Das... Warte mal, ich muss mir jetzt meine Schaufel nehmen und hier wieder ein bisschen umgraben. Weil wie es aussieht, sind ja ganz, ganz böse Gegner am Werk. So. Ja, auch ein paar Rubine bekommt man hier, das ist schön. So, nach oben. Das sieht hässlich aus. Nintendo, tut mir leid, das ist hässlich gemappt hier. Gefällt mir gar nicht. Aber das sollte wahrscheinlich darstellen, dass das eine erhöhte Ebene ist. Trotzdem gefällt es mir so nicht. Autsch. Ich glaube, die sind richtig böse, die roten Schwertdinger da. Die kennt man aus dem Nestteil. Da waren sie richtig böse. So. Gut. Ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt gerade mache. Ich laufe einfach sinnlos durch die Gegend. Hier sind blaue Statuen. Die kann ich wahrscheinlich mit dem Kraftarmband Level 2, vermute ich mal. Okay, da ist ein Tunneleingang. Vermute ich mal mit dem Kraftarmband Level 2 heben. Ja. Und ich vermute mal, dass ich das theoretisch dann auch bekomme. Hier. Oder auch nicht. Weiß man nicht. Gut. Auf jeden Fall, jetzt kann ich noch nichts mitmachen. Und es gab ja auch irgendwo in den Goronenbergen, gab es ja, glaube ich, auch eine Stelle, wo wir da was machen. Oder wo es solche Statuen gab. Ich meine, ins Gebirge müssen wir ohnehin dann später mal wieder. Weil da, glaube ich, habe ich einiges an Sachen verpasst. Ja. Autsch. Lass das. Das darf ja wohl nicht wahr sein hier. So. Ja, komm her. Autsch. 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 Komm her. Ja, ich sag doch, die sind nervig. So, graben, graben, graben. Oh, eine Spinne. Schön. Ja. Herzchen. Ja. Und ich habe, wie gesagt, ein paar Sachen habe ich jetzt schon durchgelesen, so komplett lösungsmäßig, beziehungsweise Item Guides und so weiter. Und ich habe gesehen, ich wusste das vorher nicht, weil das spiele ich ja immer noch blind. Ich habe gesehen, bevor ich da jetzt reingehe, erzähle ich das kurz, dass man viele Sachen, leider wirklich viele Sachen, nur bekommt, wenn man entweder die beiden Spiele verlinkt, also Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Das ist zum Beispiel bei den Ringen so, ja, die Ringe kann man nur alle finden, wenn man die beiden Spiele verlinkt. Und dann gibt es auch noch was, nämlich ein Passwortspiel, ja, man erhält am Abschluss dieses Spiels ein Passwort, wo man dann das andere starten kann. Und da bekommt man auch viele Sachen nur so, mit irgendwie so Geheimnissen und so ein Zeugs, ne. Finde ich etwas schade. Finde ich, ist nicht passend für ein Zelda-Spiel, aber das ist Level 8, antikes Grabmal. Aber naja, wir spielen das natürlich so gut durch, wie geht und holen uns halt alles, was irgendwie so möglich ist. Aber nur so einen 100% Komplett-Spielstand kann man leider nur erreichen, wenn man wirklich mit diesem Passwortspiel gestartet hat, ja. So, nachdem das Level 8 ist, könnte das durchaus schwierig werden. Und hier gleich mal ein dunkler Raum. Das hatten wir im ganzen Spiel noch nie, glaube ich. Ja, Geister. Ist die Frage, ob die Fackeln hier auch ausgehen. Und eine Eule. Eule, was sagst du?
Flup. Lausche der Stimme deiner Klinge, wenn sie gegen Mauerwerk geführt wird. Ja, das weiß ich. Das ist nichts Neues. Wieso habe ich das Gefühl, dass es hier vielleicht besser wäre, wenn ich ein paar Bomben hätte? So. Gut, wenn die Eule schon sagt, dann gibt es ja sicher was zu sprengen. Wir könnten auf der Karte gucken. Gut, es muss nach links gehen. Kann ich die verschieben auch? Ach ja. Ja, dann geht es eben hier nach links. Sprengen. Lalalala. Sehr schön. Gut. Nee, da sind sicher Bomben drunter. Das bedeutet, ich warte da erstmal. Da, Hände! Die dürfen mich nicht erreichen, denn wenn mich die erreichen, dann tragen sie mich aus dem Dungeon raus und das ist ja auch nicht gut, ne? So, wir sprengen das alles weg. Ah, so viele Felsen, die kaputt sind. Ein kleiner Schlüssel, den können wir hier gleich verwenden, das ist schön. So. Gut. Ich hatte gesagt, es sind Bomben drin. Ich habe gelogen. Da sind hier Bomben drin, oder? Auch nicht. Hier sind nirgends Bomben drin, okay. Ich sprenge trotzdem alles auf, weil ich... Ja, ich... Oh, dieser Block hat Risse. Als könnte man ihn aufbrechen. Ach, wirklich? Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ja, jetzt habe ich dafür nur mir noch eine Bombe. Hey! Und ich hoffe, dass ich irgendwo mal wieder Bomben erhalte. Oh. Rätsel und eine... Interessant, eine Tafel. Hm. Okay, jetzt, Moment mal. Das ist mir jetzt zu hoch. Ich werde erstmal hier das Ding entzünden. Gut, hat nichts gebracht. Ich kann den Stein hier nicht verschieben. Na ja, gut, ich meine, ich kann das Ding hier holen. Ja, so war es jetzt ganz geschickt, ne? Stellen wir das da drauf. Ja. Dann machen wir den Somaria-Stab. Propfen hierauf, zack. Und ich selber stelle mich hierauf. Und eben, oh mein Gott. Es öffnet sich. Ja, gut, das ging. Also man muss nicht hier auch noch was drum stehen haben, das ist gut. Jetzt gucke ich nur kurz, ob ich hier nicht wieder die Hälfte verpasst habe. Nee. Weil gerne verpasse ich ja die Karte am Anfang, ne? Das ist auch blöd. Okay, hier brauche ich einen weiteren Schlüssel. Ach je, mein Lieblingsding, das Wählrad. Ja, das. So. Zack. Gut, ich habe mir übrigens, weil ich vorhin erwähnt hatte, dass ich mir die Komplettlösung angeguckt habe, ich habe mir nichts angesehen über diesen Tempel. Nur, nicht, dass jetzt irgendwer glaubt... Oh, das ist schön. Nicht, dass jetzt irgendwer glaubt, ach, ich kenne jetzt den Tempel in- und auswendig, weiß, was wir da bekommen und so weiter. Nee, weiß ich nicht. Habe ich mir auch nicht angesehen, wollte ich mir auch nicht ansehen. Ah, die Karte ist sehr schön. Der Dungeon... Oh. Ja, der Dungeon ist... ein bisschen größer als die anderen Dungeons. Ja, kann man durchaus so sagen. Na, okay. Ja, gut, ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Nur wenn hier Schalter-Action auch noch dabei ist, dann wird das richtig spaßig wahrscheinlich. Ah, ein Schlüssel. Haha, toll, 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 toll. Hier können wir nicht weiter. Gut. So, dann gucken wir hier nach rechts noch. Ach ja, da war Wheelrad-Action. Da sind wir hergekommen. Dann gehen wir hier lang. Kann ich hier... Gibt es hier Steinchen zum Greifen? Nee. Hier? Nee. Wenn ich den weggebe, hier, nochmal probieren. Nee. Okay, der bleibt hoffentlich eh nicht da. Ja, gut, passt. Also hier kann ich erstmal nichts weitermachen. Gut. Ja, dann nach unten. Und jetzt kann ich hier weiter. Machen wir natürlich auch gleich. Und nein, doppelte Wählrad-Action. Ach, hey. Das wird ein Spaß. Das sehe ich schon kommen. Das wird ein richtiger Spaß hier. Wir werden 100-mal dieselben Wege gehen und uns 1000-mal verlaufen. Naja, man soll ja nicht jammern. Hey, Geister, kommt her. So, das ist wieder einer der berühmten Füllräume. Ich
gucke natürlich erst hier den... Nicht so... Nein, hier schon der Schalter. Ich lasse ihn erstmal so. So, dann gucken wir hier. Das war jetzt natürlich ein Fehler, dass ich ihn so gelassen habe, oder? Ja, ich vernichte erstmal die Geister, geben mir nämlich auch gehöriger. Nee, war kein Fehler, da ist was. Na toll, das Herz kann ich mir nicht holen. So. Gucken wir hier nach oben. Hier wäre der Schalter. Ich will... Nee, Moment mal, ich werde jetzt kurz... Geht das von hier aus? Ja, geht. Kann ich hier jetzt drauf? Nee, geht nicht. Okay, schade. Ja, da muss ich wohl oder übel... Da mache ich es wohl oder übel, so wie ich es eigentlich von Anfang an machen hätte sollen. Ich hole mir hier die Kiste, weil ich will natürlich wissen, was da drin ist. Weil wenn da ein Schlüssel drin ist, der fehlt mir ja nachher dann, ne? Deshalb lieber gleich. Und dafür dann, ja... dafür dann nachher nicht doppelte Wege gehen oder so. Ah, der Kompass. Ja, schau, der wäre mir im ganzen Dungeon nicht abgegangen. Obwohl, jetzt sehe ich zumindest, dass es hier ganz viele Kisten gibt. Ja, ist ja auch schön. Gut. Müssen wir wieder umschalten. Heißt, jetzt kommen wir da leider nicht weiter. Gut. So. So, die letzten Level sind ja meist etwas anspruchsvoller. Oder nicht nur meist, sondern die sind anspruchsvoller. Tausch die Plätze mit mir. Autsch. Kann ich mit dir auch die Plätze tauschen? Nee, natürlich nicht. Jetzt muss ich probieren, ob ich das Ding heben kann. Kann ich das Ding heben oder ziehen? Obwohl, das hat so ein merkwürdiges T drin. Keine Ahnung, was ich damit machen kann. Mit dem kann ich auch nichts machen. Okay. Ach ja, hier sind Krüge, da sind sicher Bomben drin, darum werden wir hier die letzte Bombe mal hinschmeißen. Zack. Gut. Ah, eine Fee. Und noch eine Fee. Ich will... Ja gut, Gott sei Dank waren da Bomben auch drin, da bin ich froh. Wow, wow, wow. Autsch, 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 war klar. Und hier sollte irgendwo ein Schlüssel versteckt sein. Das hat man anhand dieses lustigen Signals gehört. Und ganz viele Bomben, das ist auch gut. So, dann... Warten wir mal. Nee, Moment. Ich will natürlich den Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel. Dich kann ich da einsperren, hoffentlich. Nee, geht nicht. Okay. Nein, Angst. Ach ja. Sehr schön. Ein kleiner Schlüssel. So, gucken wir nochmal kurz. Kann man hier irgendwo sprengen? Nein, laut Karte nicht. Und ich vertraue der Karte einfach mal. Wobei, hier sind so viele Bomben. Autsch. Ja. Ja, lass du... Ja. Ich vertraue dem nicht. Weil es gibt ja auch manchmal Räume außerhalb der Karte. Oh, eine Fee. Ah, da, noch eine Fee. Ja, ich muss schon sagen, hier sind viele Feen in diesen Dungeons. Oder in diesen einen Dungeon. In anderen eh nicht. So, dann nehmen wir jetzt Sturmkerne. Sturmkerne. Ich brauche Pegasus-Kerne. Dann komme ich da schneller durch. Und ich dachte eigentlich, die treffen mich dann nicht. Aber ist scheinbar nicht so. So, ich habe einen kleinen Schlüssel erhalten, was bedeutet, ich könnte wieder so ein kleines Schlüsselloch öffnen und ich weiß aber nicht mehr genau, wo eins war. War hier überhaupt so eins? Ja, ich glaube, hier mal, na gut, ich könnte Wählrad, das bringt mich wieder zurück, natürlich. Hier konnte ich nirgends runter, nee, dann schalten wir da mal um. Okay. Oder vielleicht hier? Ja. Okay, zurück. Ah, da oben wäre ein Kristall. Kann ich den erreichen von da unten? Bringt mir das was? Das will ich jetzt noch kurz probieren, Leute. Wirf ein. Genau. So, ich kann ihn zwar von hier aus nicht sehen, aber das bedeutet ja nichts. Hier. Na toll, ich komme... Gut, ich kann ihn von hier nicht erreichen, weil ich ja nicht mal über die Fackeln drüber komme. Äußerst merkwürdig. Naja. Links.
Ach, das ist ja blöd, wenn ich durch dieses Wählrad durchgehe, dann verschwindet mein Pegasus-Stiefel-Effekt. Könnte ich hier was machen? Und mit der anderen... Ja, gucken wir da mal rüber. Ist ja im Prinzip egal. Ja, genau, das war gut so. Dann kann ich nämlich hier durch und hier rauf. Und noch einen Schlüssel, sehr schön. Man sieht, der Gegner trägt den Schlüssel bei sich. So, okay. Und nach unten. Und hier machen wir... Oh, eine Leiter, das ist schön. Dann kann ich hier ja wohl oder übel immer schön Wählrad-Action par excellence machen. Da komme ich jetzt nicht rüber, nein. Blöderweise nicht. Komme ich ja nirgendwo rüber. Oh, den Kern wollte ich eigentlich gar nicht einwerfen. Naja, egal. So, gut. Ja, jetzt kann ich hier. Weiter nach rechts. Was will man mehr? Geister. Sterb, Geister. Geister? Zack. Ja, mit den Pegasus-Stiefeln ist etwas ungewohnt. So, und wir gucken, also mit den Stiefeln, nicht mit den... Ach ey. Bringt mir das jetzt irgendwas? So? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Okay. Obwohl jetzt... Doch, 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 doch. Jetzt kann ich nämlich hier... Ja, genau, jetzt kann ich hier so weiter. Sehr schön.